unseren Chefs wird immer ganz besonders darauf geachtet, wie wir so aussehen, dass wir gepflegt sind, dass der Bart vor allem gut aussieht. Ja. Matthias muss dann morgens um 2:30 sich ins Bad stellen und eben perfekt, akkurat den Bart hier unten in Form schnitzen. Ja, das gelingt mir manchmal. Manchmal vergesse ich es auch und dann habe ich wieder ein Problem nach der Sendung. Aber du hast zumindest viel Bart und viel Kopfhaar. Es gibt ja Menschen, die haben das eben nicht ganz so ausgeprägt. Wir stellen einen jungen Mann vor, der hat tatsächlich das Problem, dass er hier, also der ist Model und der möchte gerne ein bisschen Bart haben, weil das ist ja total trendy seit ein paar Jahren. Und dem wächst hier nichts. Dann muss man vielleicht das Kopfhaar als Bart oder mal gucken, wie das geht. Geht aber. Ein Bart steht für pure Männlichkeit. Mittlerweile ist er total hip und gilt für viele sogar als Schönheitsideal. Angeblich verleiht er einem Männergesicht Konturen und Schärfe. Davon ist zumindest Heimo aus Österreich überzeugt. Dumm nur, dass es ausgerechnet bei ihm nicht so hinhaut mit diesem Männlichkeitssymbol. Ich habe schon mehrere Alternativen versucht, mit Öle, Tabletten. Und nachdem das bei mir auch genetisch bedingt ist, habe ich keine andere Möglichkeit, dass ich das sonst machen kann. Das 30-jährige Model ist extrem unzufrieden mit seinem Bartwuchs. Dieser beschränkt sich bei ihm seit der Pubertät nur auf den Oberlippen- und Kinnbereich. Im Wangenbereich bleiben die Haare aus. Da sprießt nichts. Und da ich beruflich als Model und Tänzer arbeite, wirklich für gewisse Fotoshootings einfach zu wenig männlich, dass ich keinen Bartwuchs habe und diverse Fotoshootings dadurch nicht annehmen kann, weil es einfach zu clean ist. Damit es mit der Karriere besser läuft, will sich Heimo jetzt einer Barttransplantation unterziehen. Er hat sich dafür eine Klinik in Düsseldorf ausgesucht. Bei der Barthaartransplantation wird hinten ein Streifen entnommen, im hinteren Bereich. Dort werden die Haare kurz rasiert, der Streifen entnommen, wieder zusammengenäht. Aus dem Hautstreifen werden unter dem Mikroskop die einzelnen Härchen entnommen, die dann in die Gesichtshaut verpflanzt werden. Insgesamt werden dabei über 4000 Haare in mühsamer Kleinarbeit versetzt. Also ich habe die schon vor ca. 9,5 Jahren gemacht, Bärte, aber es hat, würde ich sagen, die letzten 2 Jahre deutlich zugenommen. Trend. Und dann, nach langen 6 Stunden, kann sich Heimo endlich das Ergebnis anschauen. Das ist richtig Wahnsinn. Also ich bin wirklich sehr, sehr überwältigt und sehr zufrieden. 5.000 bis 8.000 Euro kostet die aufwendige OP. Bis die Haare wirklich fest in der Haut sitzen, dauert es noch etwa eine Woche. Also normalerweise kann man davon ausgehen, dass die Haare wieder ausfallen. Die Haare, nicht die Haarwurzeln. Und dann ungefähr so nach 6 bis 8 Monaten fangen die Haare dann an zu sprießen. Heimo ist happy. Und in wenigen Wochen kann er sein neues Bärtchen dann auch mit dem Rasierer kunstvoll bearbeiten.